Wer hat in Österreich eigentlich wirklich das Sagen? Gerade nach der Wahl werden Sie glauben, die Politiker. Doch Politiker kommen und gehen. Was bleibt, ist der Boulevard. In kaum einem europäischen Land haben Boulevardzeitungen so viel Macht wie bei uns. Krone, Österreich und Heute erreichen zusammen über 36% der Leserschaft. Na und, könnte man jetzt fragen. Nur weil etwas massenhaft Verbreitung findet, muss es ja nicht automatisch schlecht sein. Okay, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber Boulevardjournalismus an sich ist natürlich nichts Verwerfliches. Es spricht grundsätzlich nichts gegen reißerische Headlines, gegen historische Society-Schmankerl oder gegen Berichte aus dem großen Bereich Fischerotik. Boulevardmedien sprechen eben die Massen an. Und das funktioniert am besten mit unterhaltsamen Geschichten über menschliche Tragödien. Wie hat es der Krone-Gründer Hans Dichand einmal so schön ausgedrückt? Unsere Parole ist Mädchen, Kinder, Tiere. Mädchen, Kinder, Tiere, das klingt wie der Suchverlauf eines Perversen im Darknet. Und bringt außerdem das Beuteschema von Richard Lugner perfekt auf den Punkt. Um Auflage zu machen, nimmt es der Boulevard halt mit der Wahrheit nicht immer so genau. Da werden schon einmal 38.000 Polizisten im Dienst verletzt, obwohl es in ganz Österreich nur 30.000 Polizeibeamte gibt. Boulevardmedien verstoßen regelmäßig gegen Gesetze und den Ehrenkodex des österreichischen Presserats. In Führung liegt hier eindeutig die Krone. Gleichzeitig erkennt sie den Presserat gar nicht an. Der professionelle Hassposter Michael Janet hat seine Meinung über den Presserat ja schon mehrfach kundgetan. Michael Janet, kennen Sie den überhaupt? Sido, bitte um eine kurze Zusammenfassung. Grüß Gott, mein Name ist Michael Janet. Siehst aus wie ein Hausmeister mit deinem Schlüssel da an der Hose, Alter. Zur Verteidigung von Janet, die vielen Schlüssel braucht er. Jedes einzelne öffnet ein neues Untergeschoss seines Niveaus. Die Kronenzeitung ist jedenfalls seit Jahren praktisch das Red Bull Salzburg in der Bundesliga der journalistischen Verfehlungen. Habe ich gerade Red Bull Salzburg gesagt? Also ein gutes Stichwort. Obwohl das laut Mediengesetz verboten ist, betreiben Boulevardblätter massiv Schleichwerbung. Zum Beispiel durch geschickte Produktplatzierungen. Schluss, raus, bitte, weg mit der Schokopizza. Und schon sind wir beim Kampagnenjournalismus gelandet. Besonders die Kronenzeitung hat in ihrer langen Geschichte immer wieder wochenlang für oder gegen etwas Stimmung gemacht. Dann für die Erhaltung der Donauauen zum Beispiel, gegen die Wehrpflicht, für einen EU-Beitritt, in den letzten Jahren wieder gegen die EU. Über die Krone-Kampagnen machen wir einmal eine eigene Sendung, wenn unsere Quoten so stabil sind, dass uns die Kampagnen der Krone wurscht sein können. Der 2010 verstorbene Gründer Hans Dichand hat die Krone über die Jahre jedenfalls zu einer der erfolgreichsten Tageszeitungen der Welt gemacht. So erfolgreich, dass sogar investigative Dokumentationen über die Kronenzeitung gedreht worden sind. Schreiben uns jeden Tag einen Leserbrief. Ich finde das also wirklich sehr lustig, weil Sie schreiben das ja umsonst. Also es sind Zeiten, die uns nichts kosten. Entschuldigung. An dieser Stelle wollten wir eigentlich die Highlights einer Aufdecker-Doku über die mächtigste Zeitung des Landes aus dem Jahr 2002 zeigen, aber aus irgendeinem Grund scheint es nicht möglich zu sein, die im ORF zu senden. Kommen wir zur Heute-Zeitung. Für unsere Zuschauer im Westen muss ich vielleicht kurz erklären, was die Heute überhaupt ist. Die Heute ist eine Gratiszeitung, die vor allem in Wiener U-Bahn-Stationen aufgelegt wird. Also für unsere Zuschauer im Westen muss ich vielleicht auch kurz erklären, was eine U-Bahn ist. Kleiner Scherz. Die Heute ist die erfolgreichste Gratiszeitung des Landes und liegt österreichweit auf Platz 2 hinter der Krone. Die genaue Gründungsgeschichte der Heute ist bis heute nur teilweise bekannt. Recherchen von Dossier zufolge hatte dieser Mann hier etwas damit zu tun. Eine tolle Stimmung. Eine gewisse Nähe zu Ex-Kanzler Werner Faymann und zur SPÖ liegt zumindest auf der Hand. Heute Geschäftsführer ist zum Beispiel Wolfgang Janski, hier links im Bild, der
Der war davor jahrelang Pressesprecher von Werner Faymann. Hier zweiter von links, kurz bevor ihm Michi Häupl lachend in die Hand schneidet. Ganz rechts freut sich heute Herausgeberin Eva Dichert. Von wem die heute tatsächlich gegründet worden ist und wer damals über Privatstiftungen davon profitiert hat, ist unklar. Wer dagegen von Österreich profitiert, ist klar. Er, der nie verlegene Verleger Wolfgang Fellner. Die Tageszeitung Österreich hat Fellner 2006 gegründet. Eigentlich eine seltsame Idee, eine Zeitung nach dem Land zu benennen, in dem sie erscheint. Wir haben uns nur schon längst daran gewöhnt. Seit 13 Jahren beweist Fellner, dass ihm für eine Story wirklich jedes Mittel recht ist. Zum Beispiel ein Live-Ticker von einem Begräbnis, nachdem ein Vater seinen 7-jährigen Sohn erschossen hat. Ö24 hat sich zwar später dafür entschuldigt, aber Hauptsache, es haben genug Leute drauf geklickt. Regelmäßig wird der Weltuntergang angekündigt, ob durch Asteroiden, Aliens oder einen Atomkrieg, um nur drei Beispiele mit A aus Fellners Weltuntergangs-ABC zu nennen. Und wenn uns einmal kein Horrorsommer droht, sockt sich die Österreich-Redaktion verlässlich irgendeinen anderen Wahnsinn aus den Fingern. Ja, und das ist für Fellner-Verhältnisse noch edel ausgedrückt. Ne? Warum nicht gleich? Impfer sind Wichser. Wie finde ich jetzt nur die Überleitung von Masturbation zu Fellners Interviews auf Ö24TV? Ja, je später der Abend, desto schöner die Gäste. Wenn ich schon ein sexy Betthupferl für Sie heute aufbieten darf, dann ist Bambi eins der besten, das man in Österreich zu bieten hat, weil Sie eigentlich zeigen, dass die Bambi schon ein sehr sympathischer Mensch ist und auch sonst noch andere Qualitäten hat, wie Sie sich ja überzeugen können. Und in diesem Sinn wünsche ich Ihnen jetzt eine gute Nacht. Ah! Oder um es mit einer Ö24-Headline zu sagen, Interview Asteroid Wolfgang zerstört Feminismus in 20 Minuten. Ja. Österreich, Heute und Krone. Wir haben also gleich drei große Player am Boulevardmarkt, die noch dazu über Verlagshäuser oder Ehen miteinander verbandelt sind. Der Boulevard beherrscht den heimischen Zeitungsmarkt. Das Publikum hat sich daran gewöhnt, sogar Qualitätszeitungen passen sich an. Die Wissenschaft spricht von einer Boulevardisierung der Medienlandschaft. Der extrem dominante Boulevard ist vor allem in politischer Hinsicht bedenklich, weil sich Parteien schneller seinen Spielregeln unterwerfen. Und zwar in Form von Inseraten. 44 Millionen Euro haben öffentliche Stellen und staatsnahe Betriebe letztes Jahr für Inserate in den drei großen Boulevardzeitungen ausgegeben. 44 Millionen. Ja, oder wie René Benko sagt, Indoor-Pool. Warum pumpen Parteien und öffentliche Stellen so viel Kohle in Boulevardzeitungen? Es geht nicht wirklich darum, die Leser zu überzeugen. Vielmehr will man sich das Wohlwollen der Redaktionen erkaufen. Ob das wirklich funktioniert? Ja. Die Gratiszeitung Heute war für Werner Faymann nie umsonst. Im Wahlkampf 2008 war die SPÖ bester Werbekunde der Heute. Und Überraschung? Eine tolle Stimmung. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass es damals einen Zusammenhang zwischen dem Volumen der SPÖ-Inserate und der Tonalität in den Berichten gegeben hat. Auch die türkis-blaue Regierung war bei Inseraten sehr spendabel. Und siehe da, der Boulevard liebt unseren Alt- und bald wieder Neukanzler. Laut Media Affairs hat Sebastian Kurz zum Beispiel im Juli in der Krone mehr Medienresonanz erreicht als alle anderen Spitzenkandidaten zusammen. Inserate ermöglichen eine sehr elegante, schwer durchschaubare Form der Schleichwerbung. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, ein bekannter Lebensmittelproduzent hätte teure Inserate auf meiner Webseite geschaltet. Würde ich da nicht eher auf die Idee kommen, eines seiner Produkte ganz subtil in meine Sendung einzubauen, damit er auch weiterhin so fleißig inseriert? Und 44 Millionen an Steuergeld bekommen Boulevardzeitungen jedes Jahr auf diesem Weg. Dass Zeitungen wie Heute und Österreich einfach verschenkt werden, ist bei solchen Summen natürlich umso verständlicher. Wobei man verschenkt
Das stimmt ja wohl nicht ganz. Ne? Gratis im klassischen Sinn bekommen Sie keine Zeitung. Die Millionen für Inserate zahlen nämlich letztendlich Sie. Sie finanzieren mit Ihren Steuern redaktionelle Berichte über Bilderreisen mit Preiszuckerl. Sie ermöglichen mit Ihren Steuern, dass Ganzkörperfotos eines vermeintlichen Vergewaltigers veröffentlicht werden, bevor er eine Woche später unschuldig aus der U-Haft entlassen wird. Ihre Steuern werden dafür verwendet, damit sich die Politik auf elegante Weise das Wohlwollen der Massenmedien kauft. Mit Ihrem Steuergeld werden letztendlich auch Artikel wie dieser hier querfinanziert. Oder diese schockierende Headline auf der Krone.at-Startseite samt ausführlichem Interview mit einem Skorpion-Experten. Auch Ö24 hat lang und breit berichtet. Die Skorpion-Panik hat es sogar auf das Cover der Österreich geschafft. Und weil das noch immer nicht reicht, hat Fellner zur Sicherheit auch noch einen Reporter auf den hochgefährlichen Spielplatz geschickt. Skorpionalarm und das in Wien am Dienstag hat ein Vater auf einem Spielplatz im 16. Wiener Gemeindebezirk am Richard-Wagner-Platz in Ottakringen aufsehenerregendes Video mit seinem Handy gemacht. Auf diesem Spielplatz nämlich, da ist ein Skorpion durch die Gegend gekrabbelt. Die Aufregung war groß in den sozialen Medien. Vor allem ging dieses Video natürlich, wie man so schön sagt, viral. Aha, so. Ein virales Video hat also dafür gesorgt, dass Ende August in Wien Skorpion-Alarm ausgerufen wurde. Alles klar. Dann sehen wir uns doch das Video am besten einmal an. Was? Was? Aber ich sehe ja gar nichts. Wegen dieses Videos haben Krone, Österreich und heute 2 Tage lang die halbe Stadt verrückt gemacht, samt Schockmeldungen auf Facebook. Das gibt's ja nicht. Kann ich das Video bitte noch einmal sehen? Skorpion. Da war er. Eindeutig. Ein Kaiserskorpion. Aber wie ist denn das möglich? Wie kann es denn ein und dasselbe Video einmal mit und einmal ohne Skorpion geben? Es wird doch nicht mein Team so dreist gewesen sein, einen Kaiserskorpion in ein selbstgedrehtes Handyvideo reinzumontieren. Und dann einen Fake-User namens Johannes Zerner auf YouTube anzumelden, der dieses 10-sekündige Video mit einer windschiefen Geschichte online stellt. Hier ein Bild von Johannes Zerner, übrigens komplett computergeneriert. Mit einem anderen Fake-User haben wir dann in den richtigen Facebook-Gruppen ein bisschen Stimmung gemacht. Zu dem Zeitpunkt hat das YouTube-Video übrigens knapp 5000 Views gehabt. Oder wie man bei Österreich sagt, ging dieses Video natürlich, wie man so schön sagt, viral. 5000 Views, darunter einige User, die schwer an der Echtheit des Videos gezweifelt haben. Aber Hauptsache, wir haben bereits eine waschechte Panik. Ne? Durch einen ungiftigen Skorpion, einen einzigen, den es noch dazu nie gegeben hat. Statt das Sommerloch mit einem Skorpionartikel nach dem anderen zu füllen, hätte man natürlich auch, wie heißt nochmal dieses böse Wort mit R? Ah ja, genau. Ja. Ah ja, genau, danke. Recherchieren hätte man können, ne? weil so viel Mühe haben wir uns auch wieder nicht gegeben. Ne? Die Redaktion hätte uns wirklich draufkommen können, aber bevor jemand unsere Fake-User kontaktiert oder sich das Video etwas genauer anschaut, rast vielleicht schon der nächste Todesasteroid auf die Erde zu. Wie gesagt, Sie finanzieren mit jährlich 44 Millionen Steuergeld auch die journalistischen Methoden von Krone, Österreich und heute. Und wenn die journalistische Sorgfalt des Boulevards keine fiktiven Tiere, sondern echte Menschen trifft, ist das 1000-mal gefährlicher als jeder Kaiser-Skorpion. In diesem Sinne, gute Nacht, Österreich.